Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Oliver Denk, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens Denk Elektrisch, bei dem du ein Tesla Model S mieten kannst. Und heute sitzen wir in meinem Tesla mit einem Mieter zusammen, dem Nils. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Und wir haben gerade die Übergabe vollzogen. Er mietet den Tesla jetzt für einen Tag, ist damit unterwegs und ich wollte ihn einfach nochmal ein paar Dinge fragen. Ja. Er hat selbst auch einen YouTube-Kanal, nennt sich das Spaßpedal, den blende ich mal unten mit ein oder schreibe es in der Beschreibung mit rein, auch am Ende kommt es nochmal im Video mit. Guck da auch gerne mal mit rein, er hat da schon ein paar Videos mit drauf. Weiß gar nicht, du hattest mal das Model 3 konfiguriert, genau, was hattest du noch mit? Angefangen hat das so mit dem Next Move Day. Genau, Next Move Day. Wo ich so meine Eindrücke mal in die Kamera gesprochen habe und hatte noch gar nicht vor, einen Kanal zu machen, aber jetzt habe ich Spaß dran und mache weiter damit. Ja. Genau, also schaut da gerne mal mit vorbei. Und ja, wie gesagt, ich hatte eben noch mal ein paar Fragen an den Nils und da würde ich mal beginnen. Wie war denn dein Weg zur Elektromobilität? Wie bist du denn dazu gekommen? Bei mir geht das eigentlich schon seit Mitte der 80er. Okay. Das ist so bei mir Grundschulalter, also 77er Baujahr bin ich und Mitte der 80er, meine Eltern waren so Grüne und die haben mich mitgenommen zu so alternativen Energien, Veranstaltungen, Messen, Treffen und da fuhren dann auch immer schon so kleine Elektroautos rum, damals so mit Bleiakku und ein bis zwei Sitzen und das hat mich aber schon total fasziniert, also ich fand das immer schon spannend und habe das seitdem immer verfolgt, also ich habe auch immer darauf gewartet, dass es losgeht und dann so Anfang der 2000er Jahre mit Krieg um Öl und solche Sachen habe ich dann auch erwartet, dass das mal wirklich losgeht. Und jetzt, 15 Jahre später, hat man das Gefühl, jetzt startet das so langsam. Aber ich habe es immer verfolgt und habe dann letztes Jahr meinen Verbrenner, also ich habe zwei Autos, ein Familienauto haben wir immer noch, gebe ich zu, fahre ich immer noch Diesel. Aber den Zweitwagen konnte ich dann abgeben. Das war ein schönes Auto, aber ich wollte elektrisch fahren und habe mein neues sportliches Verbrennerauto gegen ein kleines gebrauchtes Elektroauto getauscht. Ich habe einen Leon Cupra, der noch fast neu war, getauscht gegen den Peugeot Ion von 2012. Okay. Und ich hatte mit dem kleinen Karton mehr Spaß als mit dem Cupra, weil das elektrische Fahren einfach super Spaß macht und Spaß ist auch sparsam fahren und Spaß ist leise fahren und Spaß ist sich das auf sportliche Weise rauszusuchen, wo man laden kann. Ja, auf jeden Fall. Zu der Zeit, denke ich, war es noch überschaubar mit Ladesäulen, oder? Es war ja letztes Jahr, ne? Also letztes Jahr war der Umstieg und der Wagen war nur schon älter von 2012. Okay, ach so. Ja, jetzt. Genau, und damit bin ich dann zur Arbeit gependelt. Ja. Das waren sind immer so 53 Kilometer eine Strecke. Hin und zurück, also beide Strecken. Und dann 10.000 Kilometer später kam der Winter und dann fährt man ohne Heizung in so einem Kleinkarton, da war der Spaß dann irgendwie weg. Okay. Dann hatte ich für 5 Monate noch eine Zoe 40, alles nur geleased, also Kurzzeitleasing. Mhm. Und dann habe ich so ein Sixt Yellow i3 ergattert und den fahre ich jetzt seit Mai. Genau, der steht hier gleich nebenan. Genau. Und gut, also jetzt geleased und den wirst du erstmal noch weiterfahren? Ich habe die Option, dass ich den nach einem Jahr bis zu 2 Jahre noch verlängern kann. Okay. Ja. Und ich bin im Moment so, dass ich sage, ich gucke mir an, was es so gibt und was so auf den Markt kommt. Ich wollte eigentlich letztes Jahr was kaufen und habe dann gemerkt, also so ein Ioniq zum Beispiel mit einer Lieferzeit von einem Jahr, will ich jetzt auch nicht mehr drauf warten. Okay. Und ich warte drauf, dass was kommt, was ich dann kaufen kann und bis dahin lease ich halt. Genau, sehr schön. Okay. Und warum kam es jetzt zum Tesla-Mieten bei mir? Oder überhaupt erstmal zum Tesla-Mieten? Also Tesla ist, glaube ich, für jeden, der sich für Elektromobilität interessiert, so der heilige Gral. Das ist so das Oberste, was geht. Das, wo jeder mal drin sitzen will und wo jeder auch mal selber fahren will. Ja. Und ich bin zweimal ein Model S75D Probe gefahren, immer so 10 bis 20 Minuten. Mhm. Und das hat schon gereicht, um zu wissen, dass das was ganz Tolles ist. Jetzt möchte ich es aber nochmal ausprobieren, ein bisschen länger. Möchte mal auch einen Supercharger fahren und einfach mal selber den Stecker reinstecken. Genau, richtig. Und ich möchte auch meine Familie zu Hause mal überzeugen. Die mögen zwar meine kleinen Elektroautos, die wir als Zweitwagen haben immer, aber wenn es dann darum geht, mal zu den Schwiegereltern zu fahren, die sind nur 300 Kilometer weg, das ist eigentlich nicht die Welt, das würde mit dem i3 super gehen, aber
selbst eine halbe Stunde laden, das wäre für die Familie schon zu viel. Das ist, also da habe ich es noch nicht geschafft, die zu überzeugen. Also das ist das eine, dass ich zu Hause zumindest mal eine Runde drehen möchte, dass sie das mal, auch die Familie das mal erlebt. Und dass sie auch mal den Platz sehen, den so ein Model S hat. Dass vielleicht die Frau irgendwann mal sagt, das wäre doch ein geeignetes Familienauto. Wäre nicht schlecht, ja. Genau, sehr schön. Und wie kamst du direkt dann auf mich oder denk elektrisch? Wahrscheinlich so wie alle, die jetzt das gucken, auch zu dir kommen, über YouTube. Okay. Also ich habe dich bei YouTube gefunden. Sehr schön. Und guck da öfter mal rein in deinen Kanal, finde ich super, was du machst. Danke. Und was bei dir Alleinstellungsmerkmal ist, man kann bei dir ein P-Modell leihen. Ja. Und auch sehr unkompliziert. Also was mir bei dir gefällt, man kann auf deinem Online-Kalender immer sehen, wo was frei ist. Ja. Und das habe ich, glaube ich, auch recht kurz, das war vor 2 Wochen oder so, dass ich das gebucht habe. Genau, und genau. Alles unkompliziert, also ich kann es nur empfehlen. Auch mal spontan Wochenende oder so. Ne? Genau. Und also P-Modell, unkompliziert und es ist günstig bei dir. Gibt nichts zu meckern. Sehr schön, danke. Mein YouTube-Marketing lohnt sich. Ja. Ja, und dann ja, habe ich noch eine Frage. Wo siehst du die Elektromobilität in 5 Jahren in Deutschland oder auch bei dir persönlich? In 5 Jahren, das ist ja so der Zeitpunkt, wo alle großen Hersteller was angekündigt haben. Und jetzt kommen sie so langsam mit dem iPace und dem Audi e-tron. Genau. Und ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, weil auch in den letzten Jahren schon viel angekündigt worden ist und wenig auf der Straße davon fährt. Also es gibt zwar technisch tolle Sachen, ja, aber die sind nicht in Stückzahlen verfügbar und die fahren noch nicht auf der Straße rum. Genau. Und ich kann nicht zum Händler gehen und sagen, ich will jetzt das und das Auto haben, sondern muss dann vielleicht ein Jahr warten oder 1,5 Jahre. Und in 5 Jahren, denke ich, wird es schon einige Sachen geben, auch von großen deutschen Herstellern, die interessant sind für den ID oder wie heißt der jetzt neu? Neo. Ja, Neo. ID Cross. Interessiert mich auch und ich finde auch, man darf den deutschen Herstellern bei allem Mist, den sie da mit dem Abgasskandal gemacht haben, trotzdem eine Chance geben. Sollte man auch, weil man muss sie ja auch erziehen durch die Nachfrage. Richtig. Also das ist meine Meinung und ich werde mir das auch angucken, was es dann da gibt. Aber in 5 Jahren denke ich noch nicht, dass das in der Masse angekommen ist. Mhm. Ich hoffe, dass Tesla das Modell 3 in der Masse auch nach Europa und nach Deutschland bringt, ja, damit die anderen Hersteller unter Druck kommen. Genau. Ja. In 5 Jahren hoffe ich, dass ich ein Modell 3 fahre und ich hoffe, dass ein Sion bei mir vor der Tür steht. Okay. Dann habe ich auch noch Sion auch reserviert. Genau, das soll dann so das Nahbereichsfamilienauto werden. Ja. Cool. Konntest du da deine Familie davon überzeugen? Oder ist das... Habe ich einfach gebucht. Okay, gut. Weil könnte ich mir jetzt so vorstellen, gut, dass sie beim i3 sagen, okay, schön, kleineres Auto, aber vielleicht vom Design her weiß ich nicht. Frauen sind ja da auch manchmal das eher sehr wählerisch. Das ist meiner Frau eigentlich relativ egal. Okay. Es ist ein Auto, was benutzt wird gut, und fahren muss. Gut. Und der Sion alles ist klar, für den Nahbereich für Familie, denke ich, super geil. Sehr schön. Ja. Gut. Model 3 auch bestellt? Oder? Also ich habe so eine Vorreservierung gemacht, ja, ja. War auch so ein Schlangensteher. Und ich muss mir aber angucken, wie die deutschen Preise sind, ob es noch irgendwelche Zollgeschichten gibt, die das unerschwinglich machen. Genau. Und ich saß ja einmal schon mal drin auf dem Next Move Day und fand es eigentlich vom Platz auch familiengeeignet, muss ich sagen. Ja, na klar. Sehr schön. Ja. Gut, dann bedanke ich mich. Das waren eigentlich auch schon meine Fragen im Großen und Ganzen. Checkt mal den Kanal von Nils mit aus. Und ja, wem das Video gefallen hat, der lässt natürlich uns einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Nutzt gern meine Empfehlungslinks unten mit, falls du dir einen Tesla kaufen möchtest oder falls du den Kanal mit unterstützen möchtest. Und bis zum nächsten Video. Denk elektrisch!